Moin moin und herzlich willkommen. Kennt ihr eigentlich schon SG mal spazieren? Unsere interaktive Stadtführung durch Flensburg mit den SG-Legenden? Ich nehme euch heute auf jeden Fall mit zu ein paar Spots. Let's go! So, wir sind an der ersten Station des heutigen Tages angekommen. Und zwar ist das Hotel Alte Post. Und hier sind überall solche Schilder mit QR-Codes in der ganzen Stadt in Flensburg. Wo genau das ist, alles ist, erfahrt ihr auf der Website. Und da kann man einen QR-Code einscannen. Und dann ruft euch eine SG-Legende an. Und da werden wir jetzt mal schauen, wer sich dahinter verbirgt. Aha, Anders Eckert ist am Apparat. Aber was er zu sagen hat, das werden wir jetzt noch nicht erfahren, sondern dann müsst ihr selber herkommen. Und wir gehen jetzt zur nächsten Station. Wir sind jetzt an der nächsten Station angekommen, und zwar ist es das Deutsche Haus. Hier ist es ja schon. Hier wollen wir natürlich nicht zu viel spoilern, deswegen machen wir jetzt einen weiten Spaziergang zur Flensburger Akademie. So, wir sind jetzt an unserer vierten Station angekommen und das ist die Flensburger Akademie. Jetzt müssen wir nur noch das Schild suchen mit dem QR-Code. Ah ja, super. Ach, schau, Holpi Senior am Apparat. Dann hören wir mal rein, was er zu sagen hat. Moin Moin aus der Flensburg Akademie, Jan Holpert am Apparat. Du siehst das Nachwuchsausbildungszentrum der SG Flensburg handelt. Okay, dann lass uns mal reingehen. Und hier ist unser kleiner bescheidener Kraftraum mit Speedcourt. Dann geht's weiter zur nächsten Station. Wir sind jetzt an unserem Fanshop angekommen und jetzt schauen wir mal, wer mich hier anruft. Siggi. Moin Moin, liebe SG-Fans. Wie ihr sicherlich wisst, kann unser SG-Maskottchen Siggi nicht sprechen. Aber er hat mich gebeten, in seinem Namen einige Worte an euch zu richten. Normalerweise ist Siggi in der Flens Arena und unterstützt unsere Jungs in der Hölle. Aber heute möchte er euch den SG-Fanshop vorstellen. Der Fanshop ist die perfekte Anlaufstation, um sich als Fan in Blau, Weiß, Rot einzukleiden. Hier gibt es alles, was das SG-Herz höher schlagen lässt. Trikots, Schals, Handtücher, Federtaschen und natürlich kleine Stoff-Tickets. Auch Tickets für unsere Heimspiele könnt ihr hier bekommen. Damit könnt ihr dann nicht nur unsere Mannschaft live vor Ort anfeuern, sondern Siggi auch mal persönlich kennenlernen. Denn in der Flens Arena fühlt sich Siggi immer noch am wohlsten. Auf unserem Spaziergang geht es jetzt weiter. Und zwar ist die nächste Station unser Rathaus. Wir sind jetzt an unserem schönen Rathaus angekommen und dann schauen wir mal, wer hier ist. Moin, lieber SG-Fan, hier ist Dirk Schmeschke am Hörer. Du stehst gerade vom Rathaus der Stadt Flensburg im Herzen. Auch hier wollen wir natürlich nicht zu viel spoilern und das war schon unsere letzte Station. So, ich bin jetzt am Ende meines Spaziergangs und trotz des nicht ganz so guten Wetters hat es sehr viel Spaß gemacht. Und wenn ihr auch mal mit uns spazieren gehen wollt, dann kommt doch an den Spots vorbei und hört euch an, was die SG-Legenden zu sagen haben. Wir sehen uns und bis zum nächsten Mal.